Erschreckende Fälle von Missbrauch und Vergewaltigung von Kindern bringen großes Leid über die Opfer und deren Familien. Das geht uns alle an. Es ist Zeit zu handeln. Der Chef der Jesuiten geht in die Offensive. Er legt ein Schreiben aus dem Jahre 1981 vor. Schüler, die gerade das Kolleg verlassen haben, kritisieren massiv die Sexualpädagogik an der Schule. Homosexuelle Jungen werden unter Druck gesetzt. Andere Schüler leiden unter schwerwiegenden Belastungen, heißt es verklausuliert. Wir haben erst etwa seit 10 Jahren das Thema Missbrauch in Institutionen. Die Übergriffe beginnen 1975 und sollen sich über 8 Jahre hingezogen haben. 2 Patres sollen die Täter sein. Beide haben in den 80ern erst die Schule und dann den Jesuitenorden verlassen. Erschreckende Fälle von Missbrauch und Vergewaltigung von Kindern bringen großes Leid über die Opfer und deren Familien. Die Vorwürfe richten sich gegen Pater R., links im Bild. Er hat am Canisius-Kolleg Religion unterrichtet und die Gemeinschaft christlichen Lebens geleitet. Eine Art nachschulische Freizeitbetreuung. Der 2. Täter soll Pater S. sein, links im Bild. Er organisierte Schulfahrten, bei denen es zu sexuellen Übergriffen gekommen sein soll. Der Missbrauch machte vermutlich auch hier nicht Halt, an den Mauern der katholischen Kirche in Hohenschönhausen im Malchorweg. Die Botschaft im Infokasten der Kirche ist eindeutig. Ohne Lachen lässt sich nicht leben. Doch das Lachen in der Gemeinde ist verstummt, seitdem bekannt ist, dass der langjährige Gemeindepfarrer unter dringendem Verdacht steht, mindestens 1 Kind missbraucht zu haben. Kinder sind tabu. Bei aller gebotenen Sorgfalt im Umgang mit Tätern oder möglichen Wiederholungstätern muss der Schutz unschuldiger Kinder absoluten Vorrang haben. Legen Sie den Tätern das Handwerk. Kinder sind tabu. Experten schätzen die Zahl der Geistlichen, die Kinder missbrauchen, auf etwa 350 bis 700. Priester sind moralisch hoch angesehen. Doch der Zölibat und eine rigide, weltfremde Sexualmoral ziehen auch Menschen an, die mit ihrer Sexualität nur schwer zurechtkommen. 3 Ursachen werden für sexuellen Missbrauch in der Kirche genannt. Die geforderte Ehelosigkeit, die rigide Sexualmoral und die Verleugnung der Homosexualität. Wir haben erst etwa seit 10 Jahren das Thema Missbrauch in Institutionen. Das heißt, vorher war es überhaupt kein Bewusstsein dafür da, dass dort sexueller Missbrauch stattfand. Erschreckende Fälle von Missbrauch und Vergewaltigung von Kindern bringen großes Leid über die Opfer und deren Familien. Das geht uns alle an. Es ist Zeit zu handeln. Ich war natürlich bestürzt und überrascht, weil ich aufgewachsen bin mit der Vorstellung, dass innerhalb der Kirche Schutz der Jugendlichen und sexuelle Erziehung ein wichtiges Anliegen ist, ganz im Sinne christlicher, katholischer Moral. Wir haben erst etwa seit 10 Jahren das Thema Missbrauch in Institutionen. Dass ein Täter angeklagt wird, ist eher selten. Lieber will die katholische Kirche die Fälle hinter verschlossenen Türen aufklären. Hatte also mir nahegelegt, dass ich von einer Anzeige ablege, Abstand nehme, dass das nicht so aufgebauscht und aufgewirbelt wird. 2002 verabschieden die deutschen Bischöfe erstmals Leitlinien bei sexuellem Missbrauch durch Geistliche. Doch diese Leitlinien haben nur den Charakter von Selbstverpflichtung. In manchen Bistümern werden Übergriffe angezeigt, in anderen nicht. Papst Benedikt XVI. Trifft sich mit Opfern sexuellen Missbrauchs durch katholische Geistliche. Ich bedauere zutiefst den Schmerz und das Leid der Opfer, sagt der Papst. Erschreckende Fälle von Missbrauch und Vergewaltigung von Kindern bringen großes Leid über die Opfer und deren Familien. Das geht uns alle an. Es ist Zeit zu handeln. Welche konkreten Maßnahmen können Sie, wollen Sie ergreifen, um vielleicht auch Kinder zu stärken gegen Übergriffe durch Priester? Aufklärung. Aufklärung schon bei den Kindern. Das fängt mit der Sexualerziehung überhaupt an. Wenn man Kindern sagt, wie die Sexualität im Leben des Menschen gelebt wird
und dass man ihnen sagt, wenn euch da etwas Merkwürdiges passiert, auch nur gesagt wird, wenn ihr aufgefordert werdet, etwas zu tun, was euch merkwürdig vorkommt, dann müsst ihr damit rausrücken. Ihr müsst euch den Eltern anvertrauen, sonst kann da Schaden entstehen. Dann fängt das gleich am Anfang an, in die richtigen Bahnen gelenkt zu werden. Kinder sind tabu. Bei aller gebotenen Sorgfalt im Umgang mit Tätern oder möglichen Wiederholungstätern muss der Schutz unschuldiger Kinder absoluten Vorrang haben. Legen Sie den Tätern das Handwerk. Kinder sind tabu.